Herzlich willkommen zum vorletzten Video für heute. Jetzt geht es um ein sehr häufig verwendetes Testverfahren in agilen Methoden, nämlich das explorative Testen. Und dieses komplementiert in gewisser Weise sowohl das Whitebox-Testen wie auch das Blackbox-Testen. Und warum, schauen wir uns das gleich an. Und zwar, Sie haben im Grunde zwei Sorten von Testmöglichkeiten, die Sie machen. Sie können prüfendes Testen machen oder erforschendes Testen. Prüfen ist hier so ein bisschen grau hinterlegt. Beim prüfenden Testen testen Sie mit definierten Testfällen. Das kann automatisierter Test sein, das heißt Ihre JUnit-Test-Suite oder Ihre Cucumber-Test-Suite oder all das, was Sie mit Selenium zusammengebaut haben. Das ist sozusagen prüfendes Testen, genauso wie Sie haben von Hand geschriebene Testspezifikationen und laufen die durch. Haben wir ja alles im Laufe der Woche schon besprochen. Und das bildet so eine Art Sicherheitsnetz für sich, dieses prüfende Testen. Und das können Sie, also gerade wenn Sie es automatisiert haben, ja bei jedem Bild wiederholen. Und das schützt Sie davor, zum Beispiel beim Refactoring was kaputt zu machen. So, und jetzt, dieses Sicherheitsnetz hat aber gewisse Löcher. Und jetzt versuchen Sie, diese Löcher mit explorativen Testen zu füllen, mit erforschendem Testen. Das heißt, Sie setzen jetzt einen erfahrenen Tester dran und der sucht sich sozusagen durch das System durch, geht so ein bisschen seiner Intuition und seiner Erfahrung nach und versucht dann darüber typische Fehler zu finden, die Sie möglicherweise beim prüfenden Testen nicht gefunden haben. Das heißt, das ist so eine Komplementierung zum ersten. Hier mal als Grafik dargestellt, also prüfendes Testen, wie mit JUnit zum Beispiel oder mit Testspezifikationen, ist so ein Sicherheitsnetz. Und Sie sehen, das ist jetzt ja nicht vollkommen schwarz, sondern hat Lücken drin. Sie haben erforschendes Testen, das ist sozusagen so ein bisschen ein Durchlaufen der Software, aber eben Ihrer Intuition folgend oder Ihrer Erfahrung folgend. Und wenn Sie beide Verfahren kombinieren, ist Ihr Sicherheitsnetz sozusagen besser. Man kann auch festhalten, keines der beiden Verfahren alleine ist hilfreich, sondern Sie müssen immer manuell explorativ testen und gleichzeitig Testautomatisierung machen. Also agile Methoden werden dann falsch verstanden, wenn das heißt, naja, mach da mal ein bisschen Testautomatisierung und dann muss keiner mehr was machen. Manuell testen geht, braucht man da nicht mehr, das stimmt einfach nicht. Weil also so gut, so dicht können Sie es jetzt mit Unit-Tests nicht machen, dass das geht. Ich habe einige Beschreibungen nochmal zusammengetragen, was exploratives Testen ist, von zwei sehr bekannten Playern in der Testszene, dem Cem Karner und dem James Bach. James Bach ist ein ganz berühmter explorativer Tester. Und Cem Karner schreibt: Exploratory Testing involves simultaneously learning, planning, running tests and reporting troubleshooting of the results. Was Sie machen also beim explorativen Testen tatsächlich eine ganze Menge gleichzeitig. Weil Sie ja nicht keine Testspezifikationen haben, sondern Sie suchen sich sozusagen durch das System durch. James Bach schreibt: Exploratory Testing is an interactive process of concurrent product exploration, Test Design and Test Execution. So, wirklich vom Hintergrund der Erfahrung des Testers suchen Sie sich durch das System durch und versuchen Fehler zu finden. James Bach schreibt weiter: To the extent that the next test we do is influenced by the results of the last test we did, we are doing exploratory testing. So, und wie kann man das jetzt machen? Sie nehmen also Ihre Erfahrungen als Entwicklerin oder Entwickler als Grundlage und Sie wissen ja selber, wo Sie typischerweise Fehler machen. Und natürlich suchen Sie nach solchen Stellen besonders und Sie wissen natürlich auch, wo in Ihrem Softwareprojekt in der Vergangenheit immer Fehler waren. Und wahrscheinlich sind da wieder Fehler. Fehler häufen sich normalerweise an bestimmten Punkten, während andere Areale der Software niemals Fehler enthalten. Das heißt, wie können Sie vorgehen? Das heißt, Sie raten, wo ein Fehler sein könnte und Sie starten mit bei den Stellen, die sowieso marode sind. Eine klassische Heuristik. Was Sie dann machen, ist, Sie versuchen, sich von den Stellen zu den Stellen hin zu navigieren und um die Stellen herum zu suchen und versuchen sozusagen da strukturiert das System kennenzulernen und gleichzeitig zu testen. Exploratives Testen ist gut für erste Stichproben, also wenn Sie das System neu in die Hand gedrückt kriegen, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert, also quasi als eine Art Smoke-Test. Wenn Sie ganz wenig Zeit haben, überhaupt systematisch vorzugehen, dann verwenden Sie lieber eine kurze Zeit und testen explorativ.
Sie sind normalerweise beim explorativen Testen ja auch schneller, weil Sie keine Testspezifikation lesen müssen und Sie können sich da sozusagen durchsuchen. Problem ist halt nur, dass Sie beim explorativen Testen dann natürlich gut protokollieren müssen, weil Sie natürlich, wenn Sie auf einen Fehler treffen, diesen Fehler irgendwie darstellen müssen und dazu müssen Sie natürlich wissen, wie Sie diesen Fehlerfall reproduzieren können. Das ist auch das Risiko von dem explorativen Testen. Wenn Sie einen Fehler finden, sind die Tests kaum wiederholbar. Also beim Debugging ist das eventuell schwierig. Und auch das Dokumentieren während des explorativen Tests ist schon eine Kunst, dass Sie also irgendwie so ein Logbuch führen oder ein Skizzenbuch, dass Sie diesen Fehler, wie gesagt, noch reproduzieren können. Und sowas wie eine Überdeckung habe ich natürlich nicht, also nicht direkt beim explorativen Testen. Also ich habe eigentlich kaum einen Zeitpunkt, wo ich sagen kann, naja, jetzt haben wir genug getestet. Höchstens vielleicht mit Statistik so jetzt haben wir seit 2 Tagen keinen Fehler mehr gefunden. Jetzt ist es vielleicht genug. Aber so richtig sowas wie eine Test-Coverage aus dem letzten Video, das habe ich nicht zur Verfügung. Und natürlich brauche ich jemanden, der gut entwickeln kann, beziehungsweise also der dann rät, wo die Fehler sein können. Oder ich nehme wirklich jemanden, der völlig unbedarft ist. Also quasi setze einen Affen vor die Maschine, der das dann testet. Auch das wäre eine Möglichkeit. So, was kann man machen? Ich habe hier mal ein Beispiel für so eine Heuristik, die man sich schon nach kurzer Zeit eigentlich aneignet. Das ist die Element, wenn ich so listenwertige Sachen habe, also mit Benutzern, mit Zeilen in Dateien, mit Rückgabewerten in Queries, mit der Zahl der Kontakte in Facebook und so weiter. Das sind immer listenwertige Elemente. Und da teste ich sozusagen mit, es gibt die Heuristik 0-1 viele. Das heißt, ich überlege mir eine Anfrage, wo ich keinen Treffer kriege, genau einen Treffer und viele Treffer kriege. Und versuche sozusagen diese Fälle zu reproduzieren. Oder ich mache eine Liste mit keinem Element drin, mit genau einem Element drin und mit sehr vielen Elementen drin. Also immer dieses 0, 1, viele finden Sie eigentlich bei jeder Liste wieder, sollten Sie getestet haben. Dann kann ich versuchen, die Höchstgrenze zu überschreiten. Das heißt, wenn 12 Elemente erlaubt sind, versuche ich ein 13. Element einzufügen, also so eine Art Grenzwert zu überschreiten. Guck mal nach, was dann passiert. Häufig stürzen die Systeme genau an diesen Stellen ab. Ist also oft genug passiert. Oder ich nehme zu wenige Elemente. Das heißt, nehmen wir an, der will eine Datei haben, wo irgendwas drinsteht, dann gebe ich dem die leere Datei. Oder im Oberflächenfeld den Leerstring. Oder ich lasse das System laufen, es braucht einen Drucker und der Drucker ist nicht installiert. Oder ich gehe davon aus, dass der mindestens einen Kontakt bei Facebook hat und dann gebe ich dem einen User mit, der keine Kontakte bei Facebook hat. Deswegen versuche ich sozusagen diese Normalfälle, 0, 1, viele zu verwenden und dann zu viele und zu wenige. Und ich sagte, und das haben Sie nach ein paar Jahren Entwicklungszeit im Blut. Solche Sachen werden Sie automatisch testen, sobald Sie eine Liste in die Hand gedrückt kriegen. Da brauchen Sie keine Testspezifikation, das machen Sie automatisch. Was man machen kann, um so ein bisschen System reinzukriegen, stellen Sie vor, Sie haben mehr als einen explorativen Tester, wollen Sie ja verhindern, dass die beiden genau dasselbe testen, sondern Sie wollen ja möglichst, dass Sie an unterschiedlichen Bereichen suchen und auch da systematischer suchen, also nicht nur schon ein bisschen Intuition folgend, aber Sie wollen ja nachher trotzdem eine gewisse Restgarantie haben, dass Sie das Wichtigste abgeradelt haben. Und sowas macht man mit Testcharters. Charter ist, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, im Grunde so eine Art Forschungsauftrag. Wie gesagt, die Barbara Hendrickson, aus deren Buch ich das hier geklaut habe, die bringt da immer die Expedition von Lewis und Clark. Das hat der amerikanische Präsident Thomas Jefferson im Jahr 1804 in Auftrag gegeben. Und die beiden sollten den Missouri runterschippern. Also das heißt, die sind wohl hier irgendwo in Camp Wood oder St. Louis oder so gestartet. Und die sollten dann den Missouri runtergurken und da jemanden finden, mit dem sie Handel treiben konnten oder ein paar Indianer ausbeuten, was man halt 1804 so gemacht hat. Und dieser Auftrag an Lewis und Clark war dann so, dass man sagen kann, na gut, es gibt eine Richtung oder ein Ziel, was sie erforschen sollen, also entlang des Missouri sollen sie forschen. Dann sagen sie in der Charta, was ist die Ausstattung? Also die haben Messinstrumente, Geschenke, Boote, Zelte, Gewehre und alles mitgekriegt. Das ist die Ausstattung. Und dann sagen sie dem noch, wonach sollen sie suchen? Also das heißt, ich kann sagen, sucht einen Handelsweg oder sucht Leute, die ihr ausbeuten könnt oder. Und das ist dann sozusagen ein Forschungsauftrag, der aber die Ausführung den Forschern überlässt. Also wie Lewis und Clark, der jetzt wirklich in Missouri runtergeschippert sind, war ihnen überlassen. Und wie sie genau die Handelswege entdecken, war auch ihnen überlassen. Also das lässt sehr viel Freiheit, die dann sozusagen durch die Intuition des Forschers oder der entsprechenden Entwickler aufgefüllt werden kann. So, Beispiel für eine Charta in
unserer Welt. Wir haben hier immer so ein Normsatz, haben Sie auch, kennen Sie ganz häufig, so was wie als User will ich irgendwas tun, damit ich folgendes Ziel erreiche. Und man kann jetzt mit dem ähnlichen Normsatz auch eine Charter darstellen, und zwar erforschen von, gebe ich das Ziel an, mit irgendeinem Hilfsmittel, um irgendeine Information zu finden. Und jetzt kommen auf der Folie ein paar Beispiele. Also ich will gezielt was erforschen. Also ich grenze den Bereich ein, die zu erforschende Information, das Modul, was durchgeklickt oder durchgearbeitet werden soll, oder eine nicht funktionale Eigenschaft wie Performance oder Security. Ich gebe Hilfsmittel vor, das kann jetzt sein, die Hände und das System, aber ich kann natürlich auch Messwerkzeuge mitgeben, sowas wie ein Profiler, um mal das Speicher- und das Laufzeitverhalten zu beobachten, oder ein Monitoring-Tool, eine Testkonsole, ein Datenbank-Shell und so weiter. Also all das, was ich so verwenden kann, um mir Informationen zu beschaffen als Tester. Und ich lege die Information fest. Also wonach wird genau gesucht? Sicherheit, Korrektheit, Robustheit, Konsistenz, funktionale Sicherheit, weiß der Henker. Und jetzt kommen ein paar Beispiele. Gut wäre zum Beispiel sowas, erforschen Sie die Aktualisierung von Profilen. Das könnte so eine GUI-Maske sein, wo was vorkommt. Und gucke nach, ob du irgendwie Code-Injection hinkriegst, also SQL-Injection, Cross-Site-Scripting und weiß der Henker was noch alles. Und das Ziel ist, Schwachstellen in der Sicherheit, also in der IT-Sicherheit zu finden. Oder erforsche die Aktualisierung von Profilen und versuche da mit verschiedenen Authentifizierungsmethoden vorzugehen, mit dem Ziel, irgendeine Überraschung zu finden. Also gucke nach, ob es funktioniert und suche eigentlich nach einem Element, das nicht funktioniert. Das wären sozusagen vom Abstraktionsgrad her recht gute Testcharters. Schlecht wären, wäre sowas, erforsche die Änderung des Nachnamens mit O. Beneken, um festzustellen, ob das Apostroph geht. Also das ist zu detailliert. Dann würden Sie zu viele Charters schreiben müssen, um vollständig zu testen. Oder sowas wie, erforschen Sie die Systemsicherheit mit irgendwelchen Hacking-Programmen, um irgendwelche Sicherheitslücken zu finden. Das ist zu vage, weil Sie dann doch nicht den Suchbereich gut genug eingeschränkt haben. So, wie kann man jetzt so Charters finden, also die auf so einem richtigen Abstraktionsniveau sind? Sie nehmen die Anforderungen und hören sich auch die Diskussionen zu den User-Stories oder wie auch immer Sie Anforderungen aufgeschrieben haben an. Und Sie versuchen aus diesen Anforderungen und User-Stories oder aus den Epics entsprechende Test-Charters abzuleiten. Es ist nicht 1:1, also bei Use Cases oder User Stories könnten Sie so Testspezifikationen, könnten Sie 1:1 ableiten, dann wird aus jedem Use Case mindestens eine Testspezifikation. Das geht ganz einfach. Bei den Test Charters müssen Sie sinnvoll zusammenfassen, weil es halt sonst zu feinteilig wird. Und eventuell entdecken Sie sogar bei der Diskussion und Definition dieser Testaufträge weitere Anforderungen, also wo Sie einfach einen Sonderfall vergessen haben oder irgendeine Randbedingung, an die Sie nicht gedacht haben. Und vielleicht finden Sie sogar beim Durchlaufen der Charters beim Testen wieder Elemente, wo Sie einfach Spezifikationslücken haben. Was Sie auch versuchen auszudecken, sind implizite Erwartungen. Also es ist ja gerade in agilen Methoden nicht alles spezifiziert. Und über gewisse Funktionen oder Eigenschaften machen Sie keine Aussagen. Sowas wie Zuverlässigkeit oder Konsistenz oder Robustheit ist häufig nicht angegeben in User Stories. Dennoch wird es erwartet. Und genau solche Sachen können Sie in Testcharters natürlich wunderbar abbilden, dass man gegen so diese impliziten Qualitätserwartungen, also die Sachen, die Sie eigentlich voraussetzen, die Sie aber nicht mehr benennen. Es gibt im Kano-Modell so eine Abteilung für implizite Anforderungen, wo Sie sehr sauer sind, wenn die nicht eingehalten werden, die Sie aber nicht explizit formulieren. Und wie gesagt, und da können Sie natürlich sehr schön mit explorativen Tests arbeiten und Testcharters machen, mit Teste, die Zuverlässigkeit an der und der Ecke mit folgenden Mechanismen. Was man auch machen kann, ist Horrorszenarien brainstormen. Also überlegen sich, mit welchem Quatsch können wir morgen im OVB stehen und welche Bedingungen könnten dazu geführt haben. Und dann sind diese Bedingungen Ihre Testcharters. Da gibt es noch mehr Verfahren dazu, das wird jetzt aber den Rahmen von Software Engineering 2 sprengen. Es gibt ein hübsches Buch zu sowas, beispielsweise vom Goiko Atzig, der hat so 50 Methods for Effective Test Cases, heißt es, glaube ich. Ich klebe es Ihnen nachher in die Shownotes sozusagen rein. Also da gibt es mehrere Bücher auch, um solche Charters zu finden und auch um da ein System reinzukriegen.